Sie haben 2006, also vor 8 Jahren, eine Dokumentation gedreht unter dem Titel Russland im Zangengriff. Da schildern Sie, wie Russland sich eingekreist und bedroht sieht und warum die Ukraine so unverzichtbar ist für Russland. Und da wollen wir uns mal kurz Ihre Einschätzung von damals anschauen. Man versetze sich in die Lage der russischen Patrioten. Die NATO dehnt ihren militärischen Einfluss über die willfährige Ukraine bis zum Don aus. In Fernost blickt Moskau voll Sorge auf seine menschenleere Taiga-Region und die boomende Großmacht China jenseits des Amur. Dazu kommt innerhalb der eigenen Grenzen ein muslimischer Bevölkerungsanteil von 20 Millionen, der seine Identität im koranischen Glauben sucht. Für Wladimir Putin ist der Abfall der Ukraine schwer erträglich. Jeder erinnert sich an die stürmische Begeisterung der Orange-Revolution auf dem Maidan von Kiew, die dem Separatismus zum Sieg verhalf. Die Helden dieser national-ukrainischen Volkserhebung, an ihrer Spitze Präsident Viktor Juschtschenko, haben seitdem ihr Prestige eingebüßt. Gegengewicht und Kontrast zu Kiew bildet im Osten der Ukraine das Industrierevier Donbass mit der Stadt Donetsk, die einmal Stalino hieß. In dieser Landschaft von Stahlwerken und Zechen ist die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg längst nicht verblasst. Die Masse der Bevölkerung bekennt sich zur russischen Nationalität. Nach dem Verlust der Ukraine sei Russland dazu verurteilt, ein überwiegend asiatisches Imperium zu werden. So verlocken bereits einige einflussreiche Ideologen in Washington. Und viele Europäer schließen sich diesem neuen Drang nach Osten der NATO an. Aber zumindest die Deutschen müssten wissen, dass nur 300 Kilometer von dieser Grenze des Donbass entfernt eine Stadt liegt, die Stalingrad hieß. Und noch einmal 100 Kilometer nach Osten beginnt das Territorium der zentralasiatischen und überwiegend muslimischen Republik Kasachstan. Man muss das noch mal sagen, diese Analyse ist 8 Jahre alt, stammt von 2006, aber die gilt eins zu eins noch heute. Das ist mir meistens in meinem Leben passiert, ohne Eitelkeit. Aber in dem Kompliment, Falle von Europa muss man wirklich sagen, die Europäer müssen im Moment darauf bedacht sein, ihre Kräfte zu konzentrieren und nicht zu expandieren. Schon Rumänien und Bulgarien wahrscheinlich schon zu viel. Jetzt diese riesige Ukraine noch dazu, wäre völliger Unsinn. Und der amerikanische Staatssekretär gesagt hat, fuck the EU, hat im Grunde einem vernünftigen Reflex entsprochen, so bitter das für uns auch klingt. Die Russen sind ja in Sorge, dass das, was der Westen hier in der Ukraine macht, keine selbstlose Unterstützung einer Freiheitsbewegung ist, sondern in Wirklichkeit Teil einer Strategie der NATO, der USA, der EU, die Grenzen der NATO bis nach Georgien, bis in die Ukraine auszudehnen und am Ende Russland in die Knie zu zwingen. Ist da was dran an dieser Furcht der Russen? Da ist zweifellos was dran. Ich sage nicht, dass alle diese Meinung vertreten. Es gibt auch in Washington hochintelligente Leute. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als sei man darauf aus, die Russen zurückzudrängen. Man spielt Kalter Krieg auf einmal. Man redet von Sanktionen, was für Europäer völlig blödsinnig ist. Wir würden mehr unter den Sanktionen leiden als die Russen. Es ist also wirklich ein Spiel im Gange, was geradezu grotesk ist. Und dieses ständige Putin-Bashing, auch ein Steiner-Bashing, gegen China stehen wir auch zu viel, gegen Iran, was hat uns Iran getan, stehen wir auch zu viel. Die Europäer verschätzen sich völlig in ihre Rolle. Sie sind keine Weltmacht mehr und haben in der Welt nichts mehr zu sagen. Aber was bedeutet denn das dann konkret? Sollen wir einfach zuschauen, wenn Putin da mit seiner Armee in der Ukraine schaltet und waltet?
Man schaltet ja nicht und waltet, die Ukraine ist ja zum großen Teil russisch. Nicht? Dann soll man eben die Spaltung machen, eine Trennung machen und eine Föderation machen, was auch immer. Aber jedenfalls, man muss ja nicht die Russen der Ukraine zwingen, auf ihre Sprache zu verzichten, was man ja verlangt hat. Nicht?